Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Wir sind in Wolfsberg heute bei Anton Heritzer. Anton, danke für die Einladung. Ja, ich sogar danke, dass ihr heute den weiten Weg von Salzburg da zu uns hergemacht habt, um unseren Betrieb ein bisschen kennenzulernen und wenn ich ein paar Worte in meiner Funktion als Landesobmann für einen Direktvermarkter heute da sagen darf, das war eigentlich der Grund, warum du mich angerufen hast, dass wir da über das Ganze ein bisschen plaudern. Genau, du bist ja eben, wie du sagst, warst lang Obmann der Direktvermarkter, hast wirklich ein großes Bedürfnis, die Direktvermarktung nach vorne zu bringen. Was war denn jetzt entscheidend wichtig für euch? Ich glaube, in erster Linie war mir wichtig, dass wir die Politik das einsehen, dass man bei Umwidmungen da einen Strich zieht zwischen Produktion und Wohngebiet. Dass man einfach da, damit man da Konflikte vermeidet, wenn man in der Umwidmung da ein bisschen strikter vorgehen darf. Ein weiterer Wunsch wäre sicherlich für uns, die Umsatzgrenze in der Direktvermarktung, die Freigrenze zu erhöhen. Man hat das ja reduziert. Das ist der Wunsch, dass man sagt, okay, diese Freigrenze zu erhöhen, um dementsprechend Abgaben nicht zahlen zu müssen. Und was ein wesentlicher Punkt da ist, dass ja die Zuschläge für die Direktvermarktung in der Sozialversicherung müsste man zurücknehmen. Wir zahlen momentan ja für die Sparte Direktvermarktung zusätzlich Sozialversicherungsbeiträge. Und das ist eigentlich nicht einsehbar, warum man das eigentlich machen sollte. Und ein weiterer Punkt, was aber jetzt die Betriebe betrifft, wäre das, dass man auch die Marke als Betrieb dementsprechend nach außen auch lebt und dementsprechend mit denen auch Werbung macht und sagt, okay, ich bin ein kontrollierter Betrieb, ich bin bei Gutes vom Bauernhof, ich bin bei Bio, ich bin bei AMA. Und das heißt, meine Produkte sind im Hintergrund kontrolliert und damit weiß der Konsument, was er im Prinzip von mir als Produzent am Betrieb kriegt. Wir als Bewusst gemeinsam leben bauen ja auf starke Erzeugermarken auf, aber die Forderungen oder die Wünsche, die du formuliert hast, ist sowas auch finanzierbar? Wir leben es eigentlich schon, dass wir im Prinzip mit der Marke Gutes vom Bauernhof, das kriegt der Betrieb nur, wenn er sich auch bei Verkostungen, Prämierungen mit Teilnimmt und das ist praktisch dann, wenn der Betrieb sozusagen die Produktion in Ordnung ist, kriegt er auch dann die Marke dafür und kann die auch ausloben auf seine Produkte, am Etikett und egal wo auch immer. Und das wird ja auch von vielen Betrieben Gott sei Dank gemacht, aber meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Die Betriebe müssen es einfach noch selber viel stärker leben und den Konsumenten sagen, was auf seinem Betrieb passiert. Und auf Politikerebene, auf höchster, was wird es da brauchen, dass diese Dinge auch umgesetzt werden, die ja logisch sind, die dienen würden? Wo klemmst du da im Moment? Klemmen tut es insofern, dass da unter Umständen die Zugänge in den verschiedensten Bereichen sehr unterschiedlich sind. Und das müsste gelingen, dass man vielleicht die Idee, die uns wirklich im Prinzip entscheidet, vom Ministeriumebene herunter alle einmal auf einen Tisch bringen, um wirklich zu sagen, was die Sparte Direktvermarktung in Kärnten in Österreich für einen Stellenwert hat. Wir haben doch über 35.000 Betriebe, die ausschließlich von der Direktvermarktung 50% ihres Einkommens erwirtschaften. Das ist ein wesentlicher Teil. Und ich glaube, das wird heute noch immer unterschätzt oder einfach nicht so wahrgenommen, wie wir es gerne hätten. Was uns auch sogar gefällt bei dir, Anton, ist mit deinem ganzheitlichen Ansatz, dass du sagst, ja, Direktvermarkter, wichtig, die braucht es, möglichst direkt dem Erzeuger zu Konsumenten, aber du sagst auch, es braucht die große Industrie, es braucht auch den großen Handel und beides hat einen Bestand, oder? Die Direktvermarktung, wir decken ja nur einen kleinen Teil ab, so ehrlich muss man sein, dass wir sind ja gar nicht in der Lage, die große Konsumentenschau abzudecken, wir sind ein Teil dessen. Und deswegen brauchen wir auch die verarbeitende Industrie, wie die Molkereien und all diese Dinge, das sind eben dann die großen Direktvermarkter. Sage immer wieder, egal welche Sparte, ob Fleisch, Milch oder sonst was auch immer. Und wir brauchen auch den Handel dazu, der unsere regionalen Produkte dann dementsprechend auch verkauft.
und nicht im Prinzip jetzt zur Ware greift, die von irgendwo herkommt, sondern wirklich aus der Region, für die Region. Und ich glaube, das müsste einfach gelingen, noch stärker, auch bei den großen Playern am Lebensmittelmarkt, dass mir das gelingt. In einigen Bereichen geht es schon, aber noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Jetzt ist ein vielleicht wichtiger Punkt, ihr seid ja Fleischvermarktung, Milchfleisch, bedarfsgerechte Lebensmittelproduktion, Gemüse etc. Was wird es da brauchen, dass da mehr Bauern Alternativen auch überlegen, gerade bei Hofübergaben etc.? Ich glaube, generell müsste halt die jüngere Generation, wenn sie vor der Situation stehen, einen Betrieb zu übernehmen, sich einfach das einmal durchrechnen. Und vor allem, ich glaube, es hat nur einen Sinn, wenn jemand mit einer gewissen Freude und Begeisterung dabei ist. Es nutzt alles zum Nichts, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ich will keine Milchkuh, ich will lieber eine Sau und umgekehrt, das ist vorhanden, dann wird das nicht gehen. Sondern es muss jeder das machen, was er im Prinzip mit Freude gern macht, dann funktioniert es auch. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man das im Prinzip in dieser Art und Weise macht. Und da müsste auch in der Ausbildung die Direktvermarktung, egal ob im Facharbeiterbereich oder in den landwirtschaftlichen Fachschulen, einfach noch viel stärker auch diese Sparte in den Berechnungen mit einbezogen werden, damit die Jugend auch da das Sieg und Fallen, glaube ich, ein wesentlicher Punkt wäre. Die Diskussion habe ich schon gehabt, dass man auch mit den landwirtschaftlichen Schulen, mit den Jungen, auch auf die Betriebe ausfährt. Man fährt halt ins Ausland, Traktorfirmen anschauen und weiß der Deichsel was, aber in die Region fährt man meiner Meinung nach zu wenig und Betriebe, egal welcher Art und Weise, in der Region zu sehen, wo es eigentlich Betriebe leisten, wo vielleicht der eine oder andere was kann mitnehmen und sagen, aha, das wäre für mich daheim auch irgendwas. Wir haben es ja schon vorgehabt, von Salzburg mit Bauern nach Kärnten zu fahren, was du organisiert hast, war rechtlich nicht möglich aufgrund der Situation. Und da war schon große Begeisterung da, wo wir so ein paar Beispiele gesagt haben, dass es im Gemüsebereich viel mehr gibt, dass es total andere Alternativen gibt, gerade die Perspektive und die funktioniert. Das sind die Betriebe, die zeigen es im Grunde vor und auf das baut das Konzept auf. Ich hätte noch eine abschließende Frage, Anton. Bewusst gemeinsam leben als verbindende Initiative, wir schaffen eine Ökonomie der Menschlichkeit, wo es eben um den Menschen im Mittelpunkt geht. Du wirkst als Botschafter, was uns sehr freut. Was war der Grund für dein Ja, dass du gesagt hast, da bin ich gerne als Botschafter dabei? Weil ich einfach glaube, die Erfahrung, die wir auf unserem Betrieb in den ganzen Jahrzehnten und wir vermarkten das seit den 60er Jahren bei unserem Betrieb schon und haben praktisch in diese Sparte auch eingewachsen. Wir haben sehr klein angefangen, zumindest mein Vater, sehr klein, wir sind dann eingewachsen und wir sichern mit den heutigen momentanen Produktion 4 Arbeitsplätze am Bauernhof eben ab. Und ich glaube, das ist das Um und Auf, dass man sagt, okay, wir wollen mit unseren Produkten einen Teil dazu beitragen, den Konsumenten in der Region das Beste zu geben. Und das war für mich die Motivation, da einfach zu sagen, da bin ich mit dabei. Jetzt hätte ich noch eine Schlussfrage, weil gerade das Gute vom Bauernhof sieht. Familie, Hofübergabe, das bei euch auch funktioniert, was nicht ganz selbstverständlich ist. Wie ist denn für dich möglich oder auch für deine Frau, dass ihr da loslässt und sagt, jetzt ist die junge Generation da? Für mich war immer ein Punkt, dass ich gesagt habe, zu meinem 60. Geburtstag wird übergeben. Und so haben wir es auch gemacht. Und wie gesagt, war für mich überhaupt kein Thema. Gott sei Dank, ich habe gewusst, was die nächste Generation, was der Junior und auch die Schwiegertochter miteinander kennen. Und deswegen war das eigentlich kein Thema, dass wir da irgendwelche Sorgen oder Ängste oder sonst was gehabt haben. Und letztendlich werken wir halt gemeinsam. Uns sind es ein bisschen weniger schön, die anderen ein bisschen mehr. Aber letztendlich gemeinsam bringen wir was weiter. Wunderbar. Anton, vielen, vielen Dank. Danke.